Liebe Schwestern und Brüder, Sie wissen, ich habe mich verletzt und bin auf Glatteis gestürzt. Und dann ist es bequemer, die Predigt oder das Hirtenwort, das heute im ganzen Bistum verlesen wird, auch im Sitzen verlesen zu können. Und das ist jetzt keine spinnerte und ganz neue Idee, die ich mir habe einfallen lassen, sondern wenn wir ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, dann hätten Sie nie einen stehenden Bischof, sondern immer einen sitzenden bei der Predigt erlebt. Die Bischöfe in der Urkirche haben immer von ihrem Bischofssitz aus im Sitzen die Predigt gehalten. Und der alte Kardinal Wetter in München, der hat das Zeit seines Lebens getan. Manche Bischöfe tun es bei bestimmten Anlässen und ich tue es, wenn der Fuß verletzt ist. Liebe Schwestern und Brüder, schon seit vielen Jahren beginne ich persönlich jeden Morgen den Tag mit dem gleichen Ritual. Bevor ich das Bett verlasse und aufstehe, segne ich mich und beginne den Tag im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich beginne also jeden Tag mit dem dreifaltigen Gott. Und damit steht am Beginn eines jeden Morgens und eines jeden Tages das, was am Beginn unseres christlichen Lebens steht. Der dreifaltige Gott, in den wir in der Taufe hineingenommen werden. Und jeder Gottesdienst, den wir feiern, beginnt genau so im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Einen christlichen Gottesdienst, der nicht so begänne, gibt es nicht. Der dreifaltige Gott ist deswegen der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens und unseres christlichen Lebens. Liebe Schwestern und Brüder, was uns Christen mit anderen Religionen verbindet, ist der Glaube an den einen Gott. Die Dreifaltigkeit des einen Gottes dagegen ist das, was nur Christen kennen. Wir glauben ja nicht an drei Götter, sondern wir glauben an einen Gott in drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen ist unser Glaubensbekenntnis dreigeteilt. Es beginnt mit einem Abschnitt über den Vater, es folgt einer über den Sohn und der dritte über den Heiligen Geist. Ich gebe gerne zu, dass es auch für mich nicht leicht ist, die Dreifaltigkeit zu erklären. Das hat aber auch sein Gutes, denn Gott und die Dreifaltigkeit ist und bleibt ein Geheimnis. Und diesem Geheimnis sind wir Menschen, sind wir Christen unser Leben lang auf der Spur. Aber dieser Gott hat sich uns auch mitgeteilt und er tut das bis heute. Die Bibel ist voll von Erfahrungen von Menschen, denen Gott sich zuwendet. Für uns ist Gott ja nicht irgendein Gedanke oder eine Theorie, eine abstrakte Theorie, sondern er ist Wirklichkeit. Und deswegen erfahren Menschen diesen Gott immer wieder in der Geborgenheit Gottes des Vaters, in der Vergebung, in der Erlösung im Sohn und im Heiligen Geist als einer inneren Kraftquelle. Gott ist die Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. Der dreifaltige Gott, der Gott in drei Personen, ist Liebe. Und Liebe, liebe Schwestern und Brüder,
ist immer ein Beziehungsgeschehen. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Vollkommene Liebe schließt sich nicht ein, sondern öffnet sich für andere, und Liebe möchte über sich hinauswachsen. Das zeigen Menschen, die voller Liebe füreinander da sind. Das zeigen Paare, die Kindern ein Zuhause schenken. Liebe wird tiefer, wenn ich sie teile. Liebe Schwestern und Brüder, im Herbst 2017 habe ich über WhatsApp eine Umfrage gestartet. Was ist für euch Glück? Mir ging es um die kleinen Glücksmomente im Alltag und um die großen Linien im Leben, die uns Menschen glücklich machen. Mehr als 100 Menschen haben mir viele berührende Glücksmomente und Glücksfaktoren zugeschickt. Eines ist mir dabei aufgefallen: Für die meisten Menschen hängt Glück mit Beziehung zusammen. Freunde, meine Familie, schrieben einige, oder auch: Glück ist für mich, einen Menschen gefunden zu haben, bei dem ich mich zu Hause fühle. Ein anderer antwortete: Glück bedeutet für mich, bedingungslos geliebt zu werden. Es sind die Beziehungen, die unser Leben kostbar machen. Sie tauchen alles andere in ein warmes und helles Licht. Gott, unser Schöpfer, ist in sich selbst als Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Beziehung der Liebe. Er wirkt nie anders als in dieser Gemeinschaft, und er will nichts sehnlicher als Beziehung zu stiften. Uns Menschen hat er nach seinem Bild geschaffen, als Beziehungswesen. Er gibt unseren menschlichen Beziehungen damit ein Vorbild. Denn seine Liebe ist nicht ein Brauchen, sondern ein Schenken. Jeder Missbrauch und vor allem jeder sexuelle Missbrauch an Kindern und Jugendlichen ist darum das Gegenteil von dem, wozu Gott uns geschaffen hat. Wahre Liebe fordert nicht, wahre Liebe gibt. Sie ist ein Entgegenkommen, ein Geben, aber auch ein Annehmen. Wahre Liebe ergreift nicht Besitz, sondern gibt Freiheit. Liebe Schwestern und Brüder, das heutige Evangelium am Fest des heiligen Ansgar bildet den Abschluss des Markus-Evangeliums. Der auferstandene Christus gibt seinen Jüngern noch einen letzten Auftrag, um dann in den Himmel aufzufahren. Er sagt: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Dieser Auftrag ist uns Christen, und zwar allen, ins Stammbuch geschrieben. Wir sollen uns nicht in uns selbst einschließen, sondern hinaus in die Welt gehen und der ganzen Schöpfung das Evangelium verkünden. Was dieser Auftrag für uns als katholische Kirche im Norden heißt, will der Erneuerungsprozess im Erzbistum Hamburg auf den Weg bringen. Am St. Ansgar-Tag des letzten Jahres habe ich den pastoralen Orientierungsrahmen für unser Erzbistum in Kraft gesetzt. Er fußt auf dem dreifaltigen Gott, der Liebe, der Beziehung ist. Er geht davon aus, dass auch wir, die wir auf seinen Namen getauft sind, eine Kirche
in Beziehung bilden. Eine Kirche in Beziehung zu Gott, zu seiner Schöpfung und zu den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Ich glaube, dass wir das bereits sind. Ich glaube aber auch, dass wir nie dabei stehen bleiben dürfen. Hier gilt das Gesetz allen Wachstums. Was nicht wachsen will, das schrumpft. Ich möchte Ihnen daher einige Fragen mit auf den Weg geben, die Sie in diesem Jahr und besonders vielleicht auch in der kommenden Fastenzeit, denn es gibt ja kein eigenes Fastenhirtenbriefwort mehr, sondern das ist es, die Sie in dieser Zeit begleiten können. Jemand wird umso mehr Christin und Christ, je mehr sie und er sich die Beziehung des dreifaltigen Gottes schenken lässt. Wie kann ich den dreifaltigen Gott zum Mittelpunkt meines Lebens werden lassen? Wie lässt sich diese Beziehung in unseren Gemeinden verlebendigen und erneuern? Jemand wird umso menschlicher, je echter sie und er Beziehungen und Freundschaften schenkt und annimmt. Freundschaften sind nie selbstverständlich und sind nie einfach da. Wie steht es um die Beziehung zu meinen Schwestern und Brüdern? Was bedeuten sie mir? Wie pflegen wir diese Beziehungen in unseren Gemeinden und an unseren Lebensorten, in unserem ganzen Erzbistum konkret? Begegnen wir einander in Liebe und Freiheit? Warum wollen manche Beziehungen einfach nicht gelingen? Die ganze Schöpfung ist ein Beziehungsgeschehen. Was wir hier im Norden tun, wirkt sich auch woanders aus. Wir Menschen sind Teil der Schöpfung. Was bedeutet mir die Beziehung zur ganzen Schöpfung? Wie gehe ich mit ihr um? Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte nicht nur über Gott reden, sondern mit ihm. Deshalb schließe ich mit einem Gebet des heiligen Augustinus, das man auch in unserem Gotteslob findet. Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch dich preisen, dieser winzige Teil deiner Schöpfung. Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hingeschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Sag mir die Fülle deiner Erbarmung, mein Herr und mein Gott. Sag mir, was du mir bist. Sag zu meiner Seele, dein Heil bin ich. Sag es so, dass ich es höre. Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, dass wir gemeinsam hier im Norden Kirche des dreifaltigen Gottes sind, Kirche in Beziehung. Und so segne uns am Fest des heiligen Ansgar, unseres Bistumspatrons, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.